Servus Leute, hier zum neuen YouTube-Video. Heute mal nicht mit Arbeitsklamotten an. Wir sind heute auf der Zukunft Handwerk in München. Nehmen wir schon gerade noch ein bisschen nach München mit. Ja, ganz viele Handwerker. So soll es sein. Let's go. Wir sind jetzt hier Backstage bei Zukunft Handwerk. Ihr seht hier schon einen Speaker Pass. Haben schon Red Bull gleich mal gehört. Ohne Wodka leider. Mal schauen. Aber ne, freue mich. Und gleich geht erstmal in die Maske. Bisschen hübsch machen. So wie ihr hier seht, erstmal ein bisschen schick machen. Muss auch mal sein. So sieht es natürlich auch jeden Tag auf der Baustelle aus, bevor ich Instagram Stories und so weiter mache. Ein kleiner Spaß. Hier wurden wir dann noch verkabelt. Dass ihr auch ein bisschen so hinter den Kulissen Einblick habt. Hier noch mit Jessica von Bunte Zukunft, werdet ihr auch kennen. Und einfach so ein bisschen besprochen, was wir gleich auf der Bühne sozusagen besprochen wird. Hier auch für alle RTL-Zuschauer, hier auf jeden Fall diesen jungen Herr, werdet ihr auch kennen. Und dann ging es schon auf die Bühne. Aber noch wichtiger, ihr seht hier, auf der Baustelle Schlamm, Matsch, nasse Füße. Gar nicht cool. Leute, wirklich überhaupt nicht cool. Jeder, der es schon mal erlebt hat, wird auf jeden Fall wissen, wovon ich hier spreche. Schlimm. Ja Leute, ihr habt es gerade im Video gesehen. Es gibt einige Tage, wenn man da nicht richtiges Schuhwerk hat, dann kann es schon sehr, sehr böse werden. Ich hatte mal einen Tag, wo ich wirklich an irgendwelche Billig-Arbeitsschuhe noch ganz am Anfang meiner Ausbildung, bin ich auch wirklich in so einen Schlamm und war morgens gerüstbar, hat noch geregnet gehabt, dann hatte ich den ganzen Tag nasse Füße, kalt, und dann war der Tag wirklich, also das war mal so ein Tag komplett vorbei. Aber hier, wenn ihr wirklich bei Atlas mit richtigem Schuhwerk ausgestattet seid, egal in welcher Situation, ist doch, kann man schon sagen, eine Investition, die sich in jedem Bereich lohnt. Wir verbringen so viel Zeit in unseren Arbeitsschuhen. Ich hoffe es, dass ihr nicht faul seid und nur ein paar Stunden arbeitet, sondern wir arbeiten ja alle sehr, sehr viel. Deswegen sehr, sehr wichtig, unbedingt richtiges Schuhwerk bei Atlas vorbeischauen. Auch nochmal zu den Fragen bei Instagram, kommen wir oft auch bei YouTube Short, TikTok, Fragen zu den Atlas-Schuhen. Deswegen Frage, die oft kommt, was mein Lieblingsmodell ist, kommt ganz klar auf den Tag an, Tag wie vorhin gezeigt. Dann ganz klar ein hohes Modell, ganz, ganz wichtig, dass keine nassen Füße bekommt, sonst im Sommer sehr gerne niedrige Modelle, ein niedriges Modell, einfach, da will man so wenig anhaben wie möglich. Ein bisschen was muss man anhaben, sonst wird man von der Baustelle geschmissen, aber da beim Schuhwerk bin ich gern niedriger unterwegs. Deswegen schaut unbedingt bei Atlas vorbei. Vielen Dank auch an Atlas für die Unterstützung von meinen Projekten. Hilft uns, hilft der ganzen Handwerk-Community. Auf jeden Fall schaut bei Atlas vorbei und gönnt euch auch einfach mal was. Man muss sich auch mal was gönnen. So sieht's aus. So, dann seht ihr hier vor dem Auftritt noch natürlich auch viele andere Speaker dabei gewesen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und dann ging's los. Ja, ganz genau. Felix Schröder ist sein Name. Er hat auch schon hier über 68.000 Likes. Dann gleich bei dem Video, was du später zeigen wirst. Also ich zeige sehr viel. Unfassbar. Er hat auch fast 40.000 Follower auf Instagram. Und seit er die Social-Media-Unternehmensseite im Familienbetrieb, wie die Schröder GmbH erstellt hat, sind dort wirklich tolle Dinge passiert. Mehr Aufträge, stärkere Bindungen zu den Lieferanten. Und das ist natürlich auch was ganz Tolles. Du willst mehr wissen gleich von ihm. Felix, der Glückliche. Wir sind glücklich, dass er hier ist. Herzlich willkommen hier bei Zukunft Handwerk. Felix Schröder. Schön, dass du da bist, Felix. Servus. Und es geht weiter mit einer weiteren, wirklich beeindruckenden, tollen... Genau, Julia. Werdet ihr auch kennen, oder sehr die meisten kennen. Julike auf Instagram, haben wir hier sozusagen auf der Bühne dann einfach ein bisschen gequatscht, allgemein über die Themen Social Media, wie ich das Ganze mit dem Handwerk verträgt. Sind ja doch wirklich unglaublich viele Leute jetzt schon aus dem Handwerk, die dabei sind. War sehr interessant, auch mal so die anderen Blickwinkel zu sehen. Ihr seht auch nochmal mein Video. Auf jeden Fall auch, werden die einen oder anderen kennen, das wäre schön. Dass alle so ein bisschen das nochmal gesehen hatten. Dann noch ein bisschen Backstage auch bequatscht. So internas aus der Szene. Ist auch immer ganz cool, da so einige Sachen zu erfahren und zu besprechen. Haben uns auch noch ein bisschen rumgeschaut, neue Technologien angeschaut auf der Zukunft Handwerk.
wie schon der Name auch sagt, und auch noch ein paar Interviews gehabt, wo wir so ein bisschen drüber erzählt haben. Und danach ging es noch nach München rein, wo ich auch gleich noch was dazu sage. Leute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns. So Leute, ein bisschen windig hier, es ist jetzt so eine Innenstadt in München, noch ein bisschen schlendern, ein bisschen was essen gleich noch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt überfahren werde.